Dann bitte ich jetzt Nadine Wienergaber auf die Bühne. Ja, hi. Mein Name ist Nadine. Ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich diesen Vortrag noch nie auf Deutsch gehalten habe, sondern immer nur auf Englisch. Also wenn ich irgendwelche Wortfindungsprobleme habe, dann seht es mir bitte nach. Gut, also ich rede heute über PolyChat. Ich erkläre euch, was das ist. Ich sage euch, was wir andere machen, anders machen als andere Lösungen. Was der Impact des Ganzen, das sieht ja schon wieder Englisch. Was ist der Impact des Ganzen? Und dann versuche ich noch so ein bisschen Ausblick zu geben. Erstmal zu mir. Ich bin Nadine. Ich bin Seabase-Member. Ich bin UX-Designer. Ich bin eine Mom. Ich mache Yoga. Das kleine Fläschchen da steht, weil ich sehr gerne Kimchi mache. Warum erzähle ich euch das alles? Ich möchte euch darauf sensibilisieren, dass wir vielleicht hier alle sitzen und sehr tech-affin sind und wissen, worum es geht und Netzpolitik und alles. Aber wir sind auch alle in irgendwelchen Kontexten, die ganz soziale, andere soziale Kontexte sind, wie irgendwelche Familien oder Yoga-Gruppen oder Elterngruppen. Und so ging es mir zum Beispiel. Ich habe eine Yoga-Gruppe und, also ich nehme da teil. Und irgendwann nach so einer schönen Shavasana-Session, ganz entspannt, haben wir uns gedacht, wunderbar, machen wir doch mal einen Gruppenchat. Und dann haben wir gemerkt, geht nicht, weil jeder benutzt einen anderen Messenger und die Messenger sind as of today nicht interoperabel. Das sind diese Kommunikationssilos, von denen Jan gerade gesprochen hat. So, es gibt Lösungen jetzt schon, um das zu lösen. Das eine ist zum Beispiel dieses Bridging, Brücken, wovon Jan gerade geredet hat. Das braucht aber noch ziemliches Expertenwissen, Maintenance und das, was wir machen wollen, ist ja von einem Messenger nicht nur zu Matrix, sondern dann zu einem anderen Messenger. Das ist Multi-Bridging, hier falsch geschrieben, ist super komplex. Es gibt Lösungen wie Beeper oder Pigeon, aber das sind halt Apps, die man installieren muss und die lösen auch nicht das Problem der Gruppenkommunikation, was ist, was wir uns speziell bei PolyChat angucken. So, wie funktioniert PolyChat? Erstmal der Claim, PolyChat, Interoperabilität für alle, yay! Userfreundlich und out of the box, keine zusätzliche App erforderlich. PolyChat ist ein Service, nicht yet another App. Erkläre ich euch, also ich hoffe, dass das im Laufe des Vortrags klarkommt, warum das wichtig ist. So, jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Also, wir haben besagte Yoga-Gruppe, die aber halt jetzt nicht eine Gruppe eröffnen kann in irgendeinem Messenger. Die eröffnet nicht einen Gruppenchat, sondern einen Polychat. Aktuell geht das über eine Webseite. Und dann können sich die Leute aussuchen, mit welchem Messenger sie dieser Gruppe beitreten wollen. Und dann können die miteinander reden. Und zwar jeder aus seinem Messenger. Und was ich ein ganz besonders cooles Feature finde, so wie wir das umsetzen, ist, dass auch die Darstellung der Teilnehmer in diesem Chat ist gleichwertig. Scheißegal, ob da jemand von einem anderen Messenger kommt oder von dem gleichen. Alle sehen gleich aus. Das Ursprungsnetzwerk der Nachricht hat keine Relevanz. Ist deswegen wichtig, aber da komme ich später drauf, weil die Umsetzungen, die im Moment angestrebt werden, da in eine andere Richtung gehen, was ich für Blödsinn halte. Ein anderes wirklich cooles Feature von PolyChat ist, dass wir nennen es eine kontextuelle Identität. Das heißt, in meiner Yoga-Gruppe kann ich eine dienende Yoga-Queen sein, wenn ich das möchte. In meinem Elternchat bin ich aber vielleicht Mikos Mama, weil das da halt einfach relevanter ist. Das heißt, ich kann mich in unterschiedlichen Chats unterschiedlich nennen, darstellen, Nickname. Auch ziemlich relevant später noch. So, jetzt würde ich gerne einen Einschub machen, einfach mal um so ein paar Begrifflichkeiten in die Luft zu schmeißen, weil es wichtig ist. Usability, ziemlich wichtig. Bei Usability unterscheidet man zwischen usable und useful, also nützlich und nutzbar. Ich glaube, ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass so eine Lösung verdammt nützlich ist.
Die Frage ist, ist es nutzbar? Wie ich schon vorhin sagte, es gibt Bridges und andere Lösungen, die halt relativ schwer sind zu installieren, maintainen. Ist übrigens sehr interessant, seit ich immer, wenn ich mal auf so einer Bühne bin und so einen Vortrag halte, kommt hinterher mindestens eine Person, die sagt, hey, gibt's doch schon total lange. Und mindestens eine andere Person, die sagt, oh, total geil, ich will es haben, warum gibt es das noch nicht? genau. Und daran sehe ich halt immer wieder, dass wenn was nicht nutzbar ist, dann ist es halt der sprichwörtliche Satz, der sprichwörtliche Sack Reis in China. Ja, wenn man es nicht nutzen kann, dann ist es wie nicht da. Das war mein Einschub zu Usability. Anderes Thema, Interoperabilität. Jan hat es ja auch schon angesprochen in seinem Vortrag. Da will ich auch noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen und euch klar machen, Interoperabilität ist was, was im Briefverkehr total normal ist. Wir können einen Brief von einer Adresse an eine andere schicken, ganz egal, ob das die Post ausliefert oder die PIN-AG. Wir können jemanden anrufen auf einer Telefonnummer, ganz egal, ob der seinen Vertrag bei Vodafone, T-Online oder irgendwas hat. Warum können wir nicht einfach von Telegram zu WhatsApp eine Nachricht schicken? Es ist Instant Messenger. Warum sitzen wir in diesen scheiß Kommunikationssilos und denken, es wäre normal? Das ist Bullshit. I'm sorry. Yay. Sehr schön, aufmerksam, richtig geklatscht. Digital Market Act. Es gibt eine Gesetzgebung, da feilt, also es ist ein europäisches Gesetz, da wird gerade sehr aktiv dran rumgefeilt. Nee, stimmt gar nicht. Es ist schon fertig gefeilt, aber sehr aktiv wird gerade an den Lösungen gefeilt. Der Digital Market Act definiert sogenannte Gatekeeper. Die werden definiert nach Größe, Umsatz, wo agieren sie. Das ist in der Realität Meta und Apple drückt sich immer wieder davor. Also diese sogenannten Gatekeeper, das ist im Klartext WhatsApp und Facebook Messenger. Und die müssen sich jetzt mit der neuen Gesetzgebung interoperabel machen, wenn ein anderer Anbieter sagt, hallo, ich hätte gerne, dass ihr euch uns gegenüber interoperabel macht. Und dann dürfen die das aber ablehnen, wenn Sicherheitsstandards dabei gelowert werden. Also es ist auf alle Fälle sehr viel If und But und vielleicht auch nicht. Ich mache mal eine Folie weiter, ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen wollte. Genau, und die Realität ist, dass WhatsApp, der was halt einer dieser Gatekeeper ist, die geben jetzt praktisch einen Vertrag vor, unter welcher Bedingung sie sich interoperabel machen würden, was im Klartext heißt, wir hätten gerne von den anderen Kleinen, dass hier folgende Security-Standards erfüllt. WhatsApp sammelt weiterhin Nutzerdaten und Metadaten von diesen Third-Party-Usern. Das habe ich aus einer Veröffentlichung von WhatsApp selbst, die am 16.02., also ganz aktuelle Informationen. Und in ihrer Umsetzung werden sie die Interoperabilität von ihren Nutzern als Opt-in umsetzen. Das heißt, die Nutzer müssen aktiv sagen, ja, ich möchte, dass ein Telegram-User mit mir sprechen kann. Und diese interoperablen Chats werden in einer separaten Inbox angeboten. Also sehr das Gegenteil von dem, was wir bei PolyChat machen wollen. Hier wird eine Zweiklassengesellschaft aufgebaut und den Nutzern von WhatsApp wird auch suggeriert, dass, diese komischen Typen, die da von irgendwo anders reinkommen, das ist ganz gefährlich und schau dir das lieber dreimal an, bevor du dazu sagst und überhaupt, die stecken wir mal alle in eine extra Box, weil sind ja irgendwie ansteckend oder so. Surprise, surprise, Threema und Signal haben sich bereits dazu geäußert, dass sie WhatsApp nicht um Interoperabilität fragen werden. Also sie sagen, macht mal schön euer Ding allein.
Es ist anzunehmen, dass sie einfach keinen Bock darauf haben, dass die Nutzerdaten ihrer Nutzer zu Meta rübergehen, weil deswegen sind ja die Leute bei Signal, die bei Signal sind, weil sie nicht wollen, dass die Metadaten bei Threema sind. Quatsch, WhatsApp sind. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ja, was macht PolyChat? PolyChat ermöglicht dir, die App zu nutzen, die du möchtest. Ja, wenn du halt wählst oder denkst, dass du halt Signal nutzen möchtest, kannst du Signal weiter benutzen, kannst mit anderen Leuten sprechen, die Signal nicht benutzen. Das heißt, du hast eine gewisse Freiheit zu wählen nach deiner Bequemlichkeit, nach deinem Security-Standard, nach deinem wie auch immer. Du kannst es auswählen. Wir finden die gleichwertige Darstellung aller User wichtig. Ich habe euch ja schon gesagt, Zweiklassengesellschaft nicht bei uns. Und wir haben diese kontextuelle Identität. Und diese kontextuelle Identität heißt, dass wir nicht User-Daten weitergeben, wir geben den Nick weiter. Tatata, sind wir vielleicht die Lösung, die die Gesetze nicht bringen konnte? Ich weiß es nicht. Aber es sieht im Moment ziemlich danach aus, finde ich ehrlich gesagt. Ich schließe jetzt, mit einem Zitat, was jetzt, seit ich die Präsentation ein bisschen umgebaut habe, vielleicht nicht mehr so reinpasst. Aber ich finde, es ist ein Satz, der einfach gesagt werden muss und auch ganz besonders an dieser Stelle, weil hier ist ein Raum von Leuten, die Wissen haben, Wissen teilen, interessiert sind und wahrscheinlich auch ein Stück daran interessiert sind, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich gebe euch das auf den Weg mit, weil es ist wichtig. Die Visionen, die wir heute umsetzen, werden zur Normalität künftiger Generationen. Dankeschön! Und übrigens, wer mithelfen will, wir suchen Programmierer und juristische Unterstützung. Vielen Dank. Fragen. Wenn ihr sozusagen nur den Username mitgebt als Kontext für die PolyChats, hat dann die Gegenseite eine Art Spam-Schutz oder Blockierung des echten Users? Weil ich habe ja bei Threema oder bei Signal ja auch die Bindung an die Telefonnummer oder an sozusagen einen Account, was sozusagen Spam-Bots. Meinst du jetzt die Gegenseite zum Beispiel WhatsApp? Oder? Zum Beispiel WhatsApp, ja. Haben wir einen Spam-Schutz? Also wahrscheinlich, nur noch so viel vorweg, ist, dass wahrscheinlich die nicht so glücklich sein werden mit dieser Lösung. Und ich glaube, dass die Anforderungen, die WhatsApp auch gerade daraus setzt, sind erstmal nur gemünzt auf diese One-to-One-Kommunikation, weil ich glaube, die sind sich noch gar nicht bewusst, dass wir da sind und dass es sowas gibt und dass es da Möglichkeiten gibt. Ob wir einen Spam-Schutz genau haben, ja, mein Tech-Lead nickt, ja, wir haben einen Spam-Schutz. ich würde es im Detail sagen, frag mal Jan, weil der mehr von der Technik versteht, aber er nickt. Da ist noch jemand. Ich erinnere mich, vor bestimmt 15 Jahren oder so muss es jetzt schon gewesen sein, Pigeon habe ich tatsächlich auch schon benutzt. Keine Angst, ich bin jetzt keiner, der sagt, das gibt's schon. Gibt's aber schon. Ich habe es damals mit ICQ noch benutzt und ich kann mich ganz gut daran erinnern, das Ding ist alle 2 Monate kaputt gegangen, weil ICQ irgendwelche Protokolländerungen gemacht hat, teilweise auch ganz gezielt, um solche Interoperabilität zu verhindern. Mich interessiert jetzt, wie wollt ihr dem Effekt sozusagen entgegenwirken? Gibt es die Annahme, dass Facebook da jetzt gar nicht mehr so viel ändert oder? Ja. Wir können ihm nicht entgegenwirken. Das wird ein Moving Target sein und die Brücken, also gerade in Betracht dessen, da
Also ich denke mal, diese ganzen Silos an Messengern, die haben ja irgendwann mal, also die verkaufen uns ja nicht was Besonderes, die verkaufen uns ja andere Teilnehmer, mit denen wir reden. Und diese Exklusivität des Wallet Garden war mal lange ihr Verkaufsmerkmal, das, was wir uns erzählt haben. Und jetzt müssen die sich halt interoperabel machen. Und jetzt, denke ich, ist halt dieses, wir nutzen eure User-Daten wichtiger, weil irgendwo müssen sie ja Geld mitmachen. Leute, die jetzt schon an Brücken arbeiten, fühlen sich wie, wie heißt der, der den Fels den Berg hochrollt, Sisyphus? Ja, Sisyphus. Sisyphus, vielen Dank. Also das ist auf jeden Fall ein moving target und deswegen wird wahrscheinlich Polychat auch nicht was sein, was wir irgendwie mal auf GitHub stellen und dann ist schön, sondern das bedarf einer kontinuierlichen Pflege und ja, ist uns bewusst. Ne? Ist auch ein schwieriges Konzept jetzt, wie wollen wir diesen Prozess halt am Laufen halten, weil da muss Maintenance rein, sonst wird es auseinanderfallen. Programmierer. Okay, vielen Dank. Dann noch einmal Applaus. Ja.